Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und zwar heute wieder mit dem deutschen Stahl. Ja, Leopard 1 hier mit seinem Fahrer, dem Roy M18. Ich glaube, den hatte ich sogar auch schon mal. Karte ist Flugplatz und ja, hier Top-Tier. Und ich weiß, Tier 10 ist immer Top-Tier, aber ich sage hier Top-Tier ganz bewusst, weil es einfach kein klassisches reines 10er-Gefecht ist, sondern 9er, 8er sogar. Also von dem her hat er es da gut erwischt. Und dann schauen wir doch mal einfach, was der Roy, der schöne Roy, jetzt hier so für uns da leisten kann. Mit seinem wunderschönen Panzer, den ich an dieser Stelle noch einmal explizit loben will, weil er so schön ist. So, er fährt auf jeden Fall mal hier in die Mitte. Den eher klassischen Spot auf der Karte. Und hier oben da ins Gebüsch, klar, von da wirkt man ganz gerne. Da macht er auch schon den ersten direkt auf, den T-32. Gibt dir da den ersten 377er Schlag. Ist aber offen, muss also jetzt aufpassen. Was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vorteilhaft ist. Keine Art im Spiel. Dementsprechend kann er hier immer schön wirken, schießen und dann einfach zurückfahren. Und so kann er das Spiel jetzt die ganze Zeit weiter betreiben. Ohne dass er da jetzt Probleme haben wird am Ende des Tages. Jagdpanzer T-57 Heavy. Überall so ein bisschen was. Da kommt aber nicht drauf. ST. Da leider nicht mehr hitbar. Aber der E-75. Auf den kommt er sehr gut drauf. Na, jetzt ist der E-75 leider weg. Keiner von ist da zu und alles andere steht gerade nicht erreichbar für ihn. Ah, jetzt kommt der Cannabon vor und da kommt er gut durch. Ist halt einfach das Schöne an dem Panzer, dass die Granaten einfach so schnell fliegen und dementsprechend man da nicht großartig woanders hin aimen muss, sondern die sind praktisch mit Abschießen schon im Ziel. Ja, der Cannabon, glaube ich, will nicht nochmal eine Schelle sich einfangen. Ich glaube, der hat jetzt genug. So, jetzt bewegt er sich so ein bisschen um, dass er hier aufs Objekt vielleicht drauf kommt, aber der ist auch zu weit hinten. Verhältnismäßig aber ganz schön viel da drüben. So, jetzt kommt das Objekt da vorne rum. Vielleicht kommt er jetzt auch drauf. Ja. Und da hat man gesehen, man braucht eben nicht wirklich vorhalten, weil aufgrund der Fluggeschwindigkeit der Geschosse geht das halt auch so. So, da hinten kommt M5, E5. Und bisher spielt er das hier sehr schön aus, muss aber wie gesagt immer noch aufpassen, weil er offen ist. Aber hier hat er jetzt keinen, den großartig da in die Mangel nehmen kann. Oh, schöner Hit auf den Cannabon. Sehr schöner Hit. Er hat hier eine gute Übersicht, das muss man ihm wirklich attestieren. Nutzt hier seine erhabene Position auch dementsprechend ordentlich. Wow, Jagdpanzer. Da hat er echt einiges zu tun. Kriegt jetzt hier das erste Mal vom Objekt einen drauf. Objekt sogar in der Bewegung gewesen. Lucky Hit. Wie Tontauben schießen, kann man hier schon sagen. So, geht er weiter auf den KV-4? Ja. So, der ist weg. 5500 Schaden schon von hier oben gemacht. Not bad. So, das Objekt ist da ein bisschen schräg, aber da hat er eigentlich noch genau andere Ziele, auf die er kommt. Der Jagdpanzer da in dem Fall. Ne, der war nix. Wieder offen. Er hat eine super Übersicht. Also da den IS-3 zu sehen, muss man erstmal machen, dass der da auch jetzt in die Richtung kommen kann. Wirklich toll. Und es gehen hier die Schüsse auch in seine Richtung, aber das stört ihn nicht. So, auch der sitzt. Ja, da ist jeder Schuss ist ein Treffer. Am Ende der Runde, wenn wir da 27 Schüsse abgefeuert haben und 24 Penetrations,
Dafür, dass er schon knapp 7000 Schaden gemacht hat. So, der ist ordentlich. Dafür, dass er knapp 7000 Schaden schon gemacht hat und noch kein Kill. Also das ist schon eher kurios bei so viel Schaden. So, jetzt muss er aufpassen. Der T-57 Heavy, der klippt einen natürlich auch gerne mal raus. Da hat er leider diesmal nicht durchschlagen. Der T-57 Heavy setzt jetzt hier nach. Oh, Munitionslager auch weg durchs Objekt. Da muss er aufpassen, diese Stellung ist hier nicht so toll. Aber IS-3 hat er zerstört. Sein erster Glückwunsch an dieser Stelle. So, diesmal revanchiert er sich im Objekt. So, das Objekt kommt wieder vor. Oh, Munitionslagertreffer. Sehr schöner Hit. Da ist er weg. Und jetzt... Oh, Schubiki, Schubiki. Und jetzt nimmt er sich den T-57 Heavy vor. Der achtet auch nicht mehr auf ihn. Und jetzt gehen die letzten da hops. Jagdpanzer da hinten. Centurion da drüben. Der wird sich jetzt wohl Richtung Centurion orientieren. Der ist da. Nochmal ein schöner Treffer. Und nochmal einer. 9864 Schaden. Nein, der Jagdpanzer nimmt noch die Badshot mit. So, der Centurion ist tot, zerstört, in seine einzelnen Teile zerlegt worden. Und auch der Jagdpanzer hat sich da noch versenkt. Der feigste aller Tode in World of Tanks. Ja, diese Runde Leopard 1, sensationell. Fast 10.000 Schaden, leider nur 2 Kills, aber nichtsdestotrotz eine super tolle Runde mit einem wunderschönen Panzer. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.